nicht nur der Jugend. Penny McLean hat noch heute Anhänger aus dieser Zeit. Höhepunkt ihrer Karriere waren die Jahre 75 und 76 mit Fly Robin Fly bei Silver Convention und Lady Bump. Als Solistin hat sie eine völlig neue Dimension in der Popmusik eröffnet. Ungewöhnlich war für die damalige Zeit auch der Aufstieg einer deutschen Popsängerin in die internationalen Hitlisten. Eine äußerst wichtige Rolle spielte die Esoterik für Penny McLean schon während ihrer Zeit als Popstar. Von der Presse jedoch kaum beachtet, beschäftigte sie sich unter anderem mit Kartenlesen und den Lehren von Rudolf Steiner. Als die ganze Welt in Penny McLean den Popstar sah und bewunderte, entwickelte sich hinter dem Showvorhang eine esoterische Lehrerin. Die spirituellen Themen wurden deshalb für Penny McLean auch in der Öffentlichkeit immer wichtiger. Ihr erster esoterischer Roman Adeline und die vierte Dimension und die Schutzgeister-Trilogie leiteten ihre zweite Karriere als esoterische Schriftstellerin und Seminarleiterin ein. Seitdem hält sie zunehmend Vorträge und leitet Seminare zu esoterischen Themen, wie zum Beispiel Schutzgeister und Bewusstseinsentwicklung. Also an den Vorträgen hat mich eben nicht nur die Person Penny McLean gereizt, sondern eben, was sie geschrieben hat, also die Bücher, die habe ich halt gelesen. Und dann hat mich halt interessiert, was in diesem Vortrag, was sie da erzählt. Und war halt sehr begeistert, weil sie macht das halt sehr locker, sie bringt halt viel Spaß auch da rein. Es ist also nicht so bierernst, betet sie da irgendwas runter, sondern ist auch sich kritisch gegen sich selbst und bringt halt, also ich mag halt ihren Humor sehr gerne. Müssen die einen bestimmten Rat wollen oder können die einen ganz grundsätzlich fragen, Penny McLean, können Sie mir etwas raten? Ich liebe Leute, die Skepsis an den Tag legen, mir ist das sehr recht. Ich will keine Anhängerschaft von Leuten haben, die da mit offenem Mund zuhören, was ich sage, mir ist das unangenehm. Ich will Leute haben, die fragen, die sagen, ja, komm, das gibt's doch nicht. Ich will das, das ist gut so. Penny McLean, wenn Sie uns schon häufiger hier im Ziel gesehen haben, wissen Sie, die ständige Fachfrau im Studio in Sachen Esoterik und der Phänomene, die es da gibt. Penny, warum kann man sich denn nicht daran erinnern, wer man früher war zum Beispiel? Ich glaube, man kann sich deswegen nicht erinnern, weil dieser ganze Prozess des Menschwerdens, inkarnieren, ins Fleisch gehen, heißt das ja, ein ungeheuerlicher ist und von der Erinnerung an das rein Geistige doch sehr viel wegnimmt.